Es ist schon mega spät. Ich meine, es wird Zeit zum Schlafen gehen. 23 Uhr. Oh Mann, ich muss morgen natürlich wieder früh raus. Also Leute, wünsche ich euch einen schönen Schlaf. Und ihr könnt mir jetzt auch einen schönen Schlaf wünschen. Also, gute Nacht. Warte mal, was ist denn hier los? Wo bin ich? Hä? Leute! Wo bin ich denn auf einmal? Ich bin doch gerade schlafen gegangen. Wow! Wer schreit denn hier so rum, Leute? Was geht denn hier ab? Wir müssen unseren Sohn trainieren. Ja, das müssen wir. Leute, wo bin ich denn angekommen? Warte mal. Wow! Hey, was machst du da, Sohnemann? Warte mal. Sohnemann, wer seid ihr? Wo bin ich? Hey, warte mal. Nimm sofort die Hände hoch. Ich nehme meine Pistole. Hey, Hände hoch! Hör auf mit dem Albernsein. Du bist in der Sirenhead-Familie. Der Sirenhead-Familie? Nein, ich bin ein ganz normaler Mensch. Ach, wir haben dich doch adoptiert. Das weißt du doch. Leute, das ist eine Sirenhead-Familie. Und anscheinend wurde ich adoptiert von der... Okay, mega crazy. Und schau dich die mal an, Alter. Die sehen echt gruselig aus. Wir sind nicht gruselig, wir sind stark. Okay. Oh mein Gott, okay. Und was macht die Sirenhead-Familie so? Wir trainieren den ganzen Tag und haben ein wenig Hunger. Okay, das klingt ja mega, mega gut. Wir trainieren und haben Hunger. Oh mein Gott, okay, anscheinend wurde ich adoptiert, warum auch immer, von einer Sirenhead-Familie. Aber das sollte auf jeden Fall nicht so schlimm sein. Aber was machen wir jetzt, Papa und Mama? Die sieht gar nicht aus wie meine Eltern. Wir holen uns jetzt was zu essen aus dem Supermarkt. Aus dem Supermarkt Essen holen? Oh, das ist cool. Supermarkt Essen holen, dann kann ich mir Chips holen. Na dann los, alle ins Auto. Okay, meine Mutter hat auf jeden Fall eine crazy Stimme, weil das eine Sirenhead-Familie ist. Oh mein Gott, die haben diese Sirenen auf den Mund. Ihr seht es. Oh Gott. Okay, wir steigen jetzt in ein Militärfahrzeug ein. Ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein, Leute, und fahren jetzt anscheinend in den Supermarkt. Ab geht die wilde Fahrt. Hier ist ja der Supermarkt. Yeah? Wir fahren doch zum Supermarkt. Das war doch da hinten der Supermarkt. Leute, was geht hier ab? Und schaut euch mal die ganze Brookhaven-Map an. Überall ist alles mit Wäldern. Wow, okay. Überall sind Wälder hier. Da vorne, da ist der Supermarkt. Hier vorne ist der Supermarkt. Leute, was geht denn hier bitte ab? Ja, da ist ja der freiwillige Supermarkt. Oh Mann, ich habe eine Panne. Kann mir jemand helfen? Ja, aber klar, wir. Oh mein Gott, ja, dann helfen Sie mir bitte. Ja, wir werden dir helfen, keine Sorge. Du musst nur mit zu uns kommen. Warte mal, was? Was ist denn damit jetzt? Papa? Leute, keine Ahnung, was passiert. Auf jeden Fall haben wir den jetzt mitgenommen. Hey, wo bringt ihr mich hin? Hey, Hilfe, Hilfe! Das ist der Supermarkt. Kostenlos und frisch. Leute, ich weiß echt nicht, was hier passiert, aber auf jeden Fall haben wir jetzt irgendwie so einen Typen mitgenommen und das nennen die Supermarkt. Kostenlos und frisch. Keine Ahnung, was sie damit meint, aber auf jeden Fall ist das mega crazy, Leute. Da sind wir wieder. Aber was machen wir jetzt mit dem Typen? Wir gehen alle in die Küche. Jetzt gibt es was Leckeres zu essen, Sohnemann. Leckeres zu essen? Aber was meint ihr damit? Leute, keine Ahnung, was die damit meinen. Kümmerst du dich dann um das Essen? Ich werde das Essen vorbereiten, ja. Hilfe, Hilfe! Leute, was macht ihr da? Papa, Mama, was wird das? Guck einfach nur zu. Warte mal. Hey, Papa! Wow! Leute, was war denn das? Bitte! Oh mein Gott. Okay. Beruhigen. Vitamine, beruhigen. Ich habe gesehen, wie Sirenhead da mit der Axt irgendwas machen wollte. Essen. Supermarkt. Leute, wo bin ich denn nun?
Hallo? Was ist das denn jetzt? Ich meine, ich bin immer noch nicht zu Hause. Das ist doch ein schlimmer Albtraum, oder was ist das hier? Oh Mann, ich will doch einfach nur nach Hause, Leute. Ich möchte weg hier. Aber wo sind wir hier? Leute, ich schau mal nach unten. Hä? Das Lachen kenne ich doch. Das ist doch Talking Ben. Warte mal. Talking Ben? Talking Ben? Warum lacht ihr? Warte mal. Hey! Ich bin in der Familie von Talking Ben? Ja. Und soll ich dir was zu essen machen? Nein, Talking Bens Mama oder meine Mama. Oh mein Gott, Leute. Das ist also das Haus von Talking Ben. Wir leben jetzt in der Talking Ben Familie. Und ich muss sagen, die gefällt mir auf jeden Fall schon mal viel besser, denn die ist nicht so gefährlich wie gerade, auch wenn Talking Ben jetzt gerade die ganze Zeit lacht, warum auch immer, finde ich es hier schon um einiges besser und ich fühle mich auch echt sicherer hier. Oh Mann, Talking Ben ist nämlich gar nicht mal so schlimm, wie ihr alle denkt, Freunde. Und das Haus sieht auch mega nice aus. Ich meine, wir können hier braten, also wir können hier am Ofen oder am Grill stehen, dann haben wir hier ein Feuerchen, also hier können wir einige Dinge tun, die wir nirgendwo anders machen können. Und ich möchte, dass du jetzt mal ein schönes Bild zeichnest. Ein schönes Bild? Was meinst du für ein Bild? Versuch doch mal Mama und Papa zu malen. Ich soll Mama und Papa malen? Yes. Okay, Papa und Mama, ich versuche euch dann mal zu malen. Oh mein Gott, Leute, das wird gar nicht mal so einfach werden. Weil ich muss jetzt Talking Ben malen. Also, Leute, ich bin jetzt echt kein guter Zeichner, ja. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Das hier, soll auf jeden Fall der Körper sein. Wir haben jetzt auch keine passende Farbe so richtig dazu. Aber auf jeden Fall ist Talking Ben viel, viel entspannter und viel lockerer drauf. Das haben wir jetzt schon mitbekommen, Leute. Und okay, ich habe mich jetzt doch nochmal für eine andere Farbe entschieden, weil ich finde, braun ist mehr Talking Ben. Talking Ben sieht ein bisschen braunlich aus und jetzt kommt der Riesenkopf. Oh mein Gott, Alter, ist der groß. Dass Talking Ben so einen Riesenschädel hat, haben wir natürlich jetzt schon gesehen. Alter, der ist ja verdammt riesig. Okay, ich hoffe, meine Mama und mein Papa wird auf jeden Fall nicht wütend über die Zeichnung. Und hey, Papa, was gibt es da zu lachen? Oh mein Gott, er lacht mich sogar noch aus. Was soll das denn? So, der Talking Ben hat auf jeden Fall so ein bisschen gelblichere Augen. Und das sieht eher aus wie so eine Eule, Leute. Ich weiß gerade nicht, was ich zeichne. Okay, Talking Ben kriegt noch riesengroße Ohren. Leute, ich glaube, das sieht eher aus wie Dumbo oder was anderes. Alter, das sieht alles aus, aber nicht nach Talking Ben. Naja, immerhin kriege ich dann vielleicht keinen Ärger von meinen Eltern, weil ich habe keine Lust, irgendwie Probleme mit Talking Ben zu bekommen. Da ich ja auch nicht mal eigentlich in die Familie gehöre. Okay, Talking Ben hat auf jeden Fall kleine, dicke Beine. Das hier ist auf jeden Fall... Talking Ben, würde ich meinen. Und das sind seine Krallen. Oh mein Gott, na, nicht schlecht. Oh Mann, ey, Leute, ich habe echt versagt. Aber auf jeden Fall soll es ja nur zum Spaß dienen. Okay, irgendwie die Arme sind nicht mal gleich groß. Der linke Arm ist übel dick und der rechte übel... Ja, klein. So, und das ist Talking Ben, Wir haben nicht mal weiße Farbe. Oh Mann, Leute. Okay, das sieht eher aus wie so ein Dumbo. Also wie irgendwie ein Elefanten oder so. Auf jeden Fall nicht nach dem Talking Ben. Aber es gefällt mir trotzdem ganz gut. Hier, du kriegst noch ein bisschen Rasen, Talking Ben, damit du auf jeden Fall entspannter bist. Und hier machen wir unser rotes, kleines Haus. Okay, ich bin ehrlich. Das Haus ist kleiner als Talking Ben. Oh Mann, das kann doch nicht sein. Leute, wir haben es echt vermasselt. Ich habe irgendwie so eine Riesenkreatur erschaffen, die größer ist als das Haus. Das sieht eher aus wie King Kong oder so. Ich würde sagen, wir gehen hier mal schleunigst raus, denn das war echt krass. Mama, Papa, wo sind die denn schon wieder? Was haben die denn jetzt verbrochen? Ich sollte doch schön zeichnen und das habe ich natürlich gemacht, Leute. Aber irgendwie sind die abgehauen. Hat ihnen das Gemälde nicht gefallen oder was? Hey, Mama, Papa, oh mein Gott. Wo sind die? Was machen meine Eltern da hinten? Irgendwas zertrümmeln die da. Die machen irgendwas kaputt. Leute, Mama, Papa. Hey, Mama, Papa, was macht ihr da? Und warum lacht ihr so? Das ist was ganz Besonderes. Was ist denn Besonderes? Warum hat Papa ja gesagt? Was ist da drinne? Das ist der Kopf deines besten Freundes. Warte mal, meinen Kopf meines besten Freundes? Mein Ofen? Das ist der Kopf von Syntex.
Warte mal, was? Was macht ihr da? Und jetzt kommt dein Kopf dran. Wie meint ihr das, mein Kopf? Meint ihr etwa, ihr wollt meinen Kopf haben? Yes. Warte mal. Nein, Leute, Hilfe! Nein, lass mich runter, nein! Nein! Dann dreh ihn zum Feuer. Das ist ultra heiß, lass mich in Ruhe! Und nun beenden wir alles. Leute, warte mal, ich bin zu Hause, aber Siren Head, Talking Ben, wo seid ihr? Oh mein Gott, Leute, warte mal, ich bin ganz normal zu Hause. Ich habe mir das alles nur eingebildet. Ich habe die ganze Zeit geträumt, Leute. Wow, warte mal, wir haben nämlich geträumt, dass wir bei Siren Head waren und haben jemanden entführt. Und Talking Ben hat die ganze Zeit Ja- oder Nein-Fragen beantwortet. Und da war es auch mega, mega crazy. Aber Leute, ich würde sagen, das soll es für den heutigen Video gewesen sein. Ich hatte auf jeden Fall einen mega, mega krassen Albtraum. Falls du auch schon mal einen Albtraum hattest, schreib es jetzt mal in die Kommentare, was für einen Albtraum du hattest. Das würde mich nämlich mega, mega doll interessieren. Ich schaue mich jetzt wieder hin und werde eine Runde schlafen. Und Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder beim neuen coolen Video. Bis dahin, tschüss!